Okay, da kann ich auch nichts machen. Der hat mir auch nichts Neues mitzuteilen. Also wegen Feuer, da habe ich, naja, sorry, an den Rändern musste ich ziemlich vorsichtig sein. Was kein Baum ist, So, ja, eine Schusswaffe. Hey, das ist ja nur Honig, wie ihn die Kinder kriegen. Das hat mich reingelegt. Was mache ich denn jetzt noch? Ich weiß gerade nicht so ganz, was ich doch zu tun habe. Muss ich hier noch was machen? Wo sind denn alle? Ein Same. Er ist gerade dabei zu sprießen. Oh, endlich! Da ist eine von euch da. Die Kinder hat eben begonnen, sich zu erregen. Muss es fliegen, beeil dich. Er muss ausgegraben werden. So, vorsichtig, damit nichts kaputt geht. Ja, so. Ja, jetzt muss ich ihn erstmal abwischen. So, den benutzen wir mal. Ich muss den Schlamm gleich nicht verteilen. Was? Den verteil doch. So. Sauber. Und nun zur Fütterung. Nehme eine Handvoll. So, jetzt müssen wir das Wasser hier dann noch reinfüllen. So, da haben wir die Nahrung. So, bitte sehr, Schätze. Sprösslinge können so bös schauen. Es scheint ihm wohl nicht zu schmecken. Da muss ich was machen. Das gefällt dir, oder? Aber wachsen wirst du davon auch nicht. Vielleicht soll das die Nahrung mit Honig mischen. Ja. So. Bitte sehr, Herzchen. Für gutes Wachstum und guten Schlaf. Immerhin hat er jetzt alles aufgegessen. Was ist hier geschehen? Wo sind die anderen? Puh, was ist los? Warum bist du hier außer Atem? Das ist ein ganz frisch gesprossener Sprössling. Hast du ihn gezogen? Schaut sauer genug aus. Hast du ihn gefüttert? Zeig mir das Fässchen. Oh, Honig? Raffiniert. Gut gemacht, Weitsein. Jetzt sag mir, wo deine Mitarbeiterin aufhalten. Versuch gar nicht, erstes von mir geheim zu halten, denn werde ich die Rinde mit meinen Ohren ziehen. Die Kinder über einfach so unaufsichtlich lassen. Ich schwöre, ich habe keinen blassen Schimmer. Waren schon weg, als ich von den Stammelsen zurückgekommen bin.
Da hast du also erledigt, was immer die Stammeltern von dir wollten. Gut, jetzt werde ich auf die Kinderkrippe aufpassen. Trauerweiler hat gesagt, du sollst ihr was von dann zum Miet bringen. Sie ist schon zurück? Toll, ich werde ihr gleich gerne einen Besuch abstatten. Ich entsinne mich nicht, dass ich nach meiner Meinung gefragt zu haben. Geh und besorge den Miet, aber lass die Werkzeuge hier. Dann wollen wir es doch mal machen. Hey, was machst du hier? Große Eiche, was hast du mir noch für einen Schrecken eingejagt? Versteh dich oder die anderen sehen noch. Moralba, willst du etwa mit einem Kugmets mitgehen lassen? Hast du denn nicht genug? Hey, was machst Pinogus denn da mit Juni? Tja, Walter, du hast ja ganz gerade ein bisschen geirrt. Der Soldat war nicht Omimokas verfallen, sondern in Juni. Er ist Omimokas Gesicht sehen sollen. Da hat mir einen Ast abgelacht. Nicht wahr, Omimoka? Omimoka, wo ist sie geblieben? Da oben. Was hackt sie denn jetzt wieder? Ah, oh nein, wir sind in den Bienenstock auf Juni runterfallen lassen. Wir müssen uns was unternehmen. Was soll ich denn da jetzt unternehmen? Ehrlich gesagt würde ich das nur allzu gerne tun. Was, wie viel Nadeln? Soll das ein Witz sein? Ah! Oh. Lauf weg hier! Puh, das war echt knapp. Hätte ich auch, um eine körperliche Anstrengung gebeten, dann hätte ich mir einen stattlichen Baum gesucht. Weidlein, was hast du dir nur mal gedacht, mitten in den Bienenstock zu schießen? Ich habe auf Morimoga gezielt. Das war ja auch eine sehr große, keine sehr große Hilfe. Beruhigt euch, wie ihr schreit, bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir alle sind unzufrieden. Und mit Stichen übersät. Ach egal, es hätte schließlich niemand von uns wehgetan. Von der Kinderrippe hatten wir uns aber lieber fern. Tio Kodaga hat noch schlimmer auf dich abgesehen als die Bienen gerade eben. Ich habe auch hier auch noch was zu erledigen, aber wo ist Juni und Omimoka? Juni hat mit den Jungen weggerannt, hat er schützt die Arme um sie gelegt. Omimoka hat ordentlich von den Bienen abbekommen. Das hat, aber die hat es auch weggeschafft. Gute Flucht, wir sehen uns. Dunson wird uns schon nicht krumm nehmen. Das war ja der Huhn in der Tanne da. Schau nur mal einen Moment weg und hey, Weizen, hast du gesehen, wer das hier angerichtet hat? Ich? Nein, ich komme nur zufällig hier vorbei. Aber ist doch keine große Sache, oder? Keine große Sache, stimmt. Hier sieht es ja aus wie im Ring. Ich weiß ganz genau, dass du irgendwas davon mit zu tun gehabt hast. Das sehe ich dir doch in deinen Augen. Und im riesen Bienenstich in deinen Armen. Was? Oh, habe ich gar nicht be... Oh, wie ausgefuchst. Meister, das mag jetzt nicht, aber Trauer, weil er hätte gerne ein wenig Met. Was? Ausgerechnet, wenn all meine Fässer kaputt sind. Ich brauche ein großes Blatt für die Reparatur. Sollte circa deine Größe haben. Besorg mir so ein Blatt und ich... Pack ein bisschen Met von Fräulein Weide ein. Jetzt beschwer dich nicht. Ich weiß immerhin, dass du mit dem Saustall hier zu tun hast. Nun, die alten Bäume haben so große Blätter. Vielleicht sollte ich bei den Bäumen nachfragen. Hier, du hast doch bestimmt. Agro, bist du das? Was hast du auf dem Kopf? Jessic, oder? Das ist Bakaxis alter Hut. Den hat er überall im Wald weggetragen, weißt du? Echt, hat er dir das erzählt? Dieser Hut ist echt riesig. Aber klar doch, was weißt du, beschleunigst atemlich die Wurzel schlagen. Hier im Wald findet man ganz leicht ein schattiges Plätzchen, aber Taxus sagt, da draußen gäbe es Gegenden, wo meine Abendzüge lang von der marschieren kannst, ohne auch nur einen einzigen Baum sehen. Also braucht man dort einen Hut, sonst wird man unweigerlich Wurzeln schlagen. Okay. Ja, ich glaube, ich vielleicht mache ich jetzt auch mal wieder Pause, weil das ist doch immer, wenn man die ganze Zeit nur am Lesen ist, dann ist das doch irgendwann sehr anstrengend immer. Und die Folge soll ja eigentlich heute, eigentlich soll sie erst morgen kommen, aber irgendwie hatte ich wieder keine Zeit hier City Skylines zu streamen. Und wenn ich da jetzt noch mit anfangen will, dann kommt ja auch die Folge erst irgendwann um Mitternacht raus. Das will ja auch keiner.
Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hallo zurück dann. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich noch übrig hatte von der letzten Folge. Und wir haben hier irgendwie die Schleuder eines Kriegers, eine Schusswaffe. Ja gut, das wissen wir ja auch. Wir können dich betrachten und mit dir reden. Ich denke, du hast mir schon einmal erklärt, aber was hat es mit dem Hut auf sich? Atem nicht bescheuert, dass wir Wurzeln beißen noch. Mit dem Hut bleibe ich im Schatten, sodass ich keine Wurzeln schlage. So, hast du mir noch was zu sagen? Was bringt dich zu mir, du fleißiges Bienchen? Du hörst dich nicht nach Geschichten? Ach, das kann ich gut verstehen. Frag mich, was immer du willst. Hier mit dem Blatt. Danson braucht neue Blätter schon wieder? Ich habe ihm doch genug gegeben, dass es für mehrere Blüten ausreichen sollte. Er braucht nun mal mehr. Es ist eine lange Geschichte. Also eine lange Geschichte. Ich bin ganz ohr. Leg los, das ist kein Detail aus. Wir haben wohl ein paar Sachen in Dansons Stammlokal zerdeppert, die Mädchen und ich. Und das ist eine lange Geschichte und ich dachte schon, sie wird gut. Nun denn, natürlich werde ich da so ein Blatt gereichen. Aber du musst es mir schon selbst pflücken. Meine Äste sind mich schon, nämlich schon alt und steif. Da kann ich verlassen. Hier mit der Schleuder. Welche Sande hat der. Dir? Ha, schlechter Schuss. Okay, dann probieren wir es nochmal. Okay, welche hast du denn bereist? Berge? Eisschmetterlinge, Berge, okay. Wüste, Vergärungs, Schmiede, Moraste, sind die immer Knurr? Und eine Weide. Ah ne, Tau. Ja, die hat er erkundet. Okay, das ist ein bisschen sehr auf mir gesagt. Jaha, bereit oder nicht? Hier kommt das Blatt schon gefangen. Haben wir es jetzt? Ja. Wir haben ein Blatt. Dann wollen wir das doch mal hierhin bringen. Hier, gibt dem mal das Blatt. Oh, danke. Bakataxus hat die besten Blätter von allen. Er hat mir davon erzählt, dass sie meine Geheimnisse sind. Ja. Er ist ein echt toller Baum, aber manchmal wünscht man sich Rinder an den Ohren. Wie das sei, hier ist das ist vor Freude Weide. Ja, da haben wir den Miet. Hallo, meine Liebe. Komm, steh nicht einfach rum. Setz dich und genieße ein Tässchen Tee. Das ist meine Mischung. Sie wird dir sicherlich munden. Hast du den Miet gebracht, um den ich gebeten habe, Liebes? Ja, habe ich. Danke, Liebes. Ich brauche eine ganz neue Mischung für unseren Gast. Und Miet war noch meine letzte Zustand. Achso, wenn du deine Arbeit schnell erledigst, kannst du heute Abend vielleicht schon was davon probieren. Haben wir hier noch mehr? Ja. In Ordnung, Oma, Oma? Ach, bei immer voller Fragen. Geduldig, bis morgen wirst du deine Antworten bekommen. Hier über dich. Ach, du kennst dich doch. Ich bin eine alte Frau, die diese hektische Stadt eben für eine gute Tasse Tee und die selber von Bäumen aufgeben hat. In meinem Alter verändert man sich nicht mehr groß. Wie lange lebst du schon hier, Oma? Die meisten Bäume können sich gar nicht erinnern, wie der Wald ohne dich war. Können sie nicht? Meine Güte, wie doch die Zeit vergeht. Mir kommt es so vor, als sei ich gerade erst vor Atems eingezogen. Erzähl mir noch einmal, wie du mich gefunden hast. Vielleicht kannst du dich diesmal an irgendwas erinnern. Nun gut, wie du willst. Die Bäume haben dich eines Schattens aufgearbeitet. Du wirst schwer verwundet, gerade auch so am Leben und dein Kleid war völlig zerschlissen. Aber es gab keine Anzeichen dafür, was dich so zugerichtet haben könnte. Wir haben nie herausgefunden, was dich hierher geführt hat. Wie geht's in der Kinderkrippe? Das kleine Problem mit den Sprössling? Mir geht's prächtig. Danke, Oma. Ich bin ja so dankbar dafür, dass du Tikordate von mir überzeugt hast.
Ich habe dir nur die Chance verholfen, sie bist du, hast die alle überzeugt, sie haben dich alle ins Herz geschlossen. Die Schlammseite haben dich wohl keinen Kummer gebildet. Nein, Oma. Ich durfte ihr Ungeziefer verscheuchen. Na also, siehst du, mir haben sie nie so eine Aufgabe aufgenommen. Scheinbar kann ich sie nicht so gut zielen. Ja, da fällt mir auch nichts mehr ein. Ach, Schätzchen, das war ein Witz. Die Jungs von heute verstehen einfach keinen Spaß. Die Jugend von heute. So, Gast, er ist ein Händler aus Borken, der Stadt am Fuß der großen Eiche. Alle paar Blüten kommt er vorbei und bringt mir ein bisschen Tee und so. Aber allzu oft darf er nicht hierher. Die Stammfäste haben ihn, können ihn nicht leiden. Kommen morgen auf einen Sprung vorbei und ich werde dir gerne einander vorstellen. Tau, ich habe sie nie gekannt, aber die Bäume erinnern sich an den Tau als eine gute Frau und an Urteil, auf deren Urteil zu verlassen. Demil, oh, unser Schenk ist so ein netter Bursche. Manchmal bringt er mir ein bisschen Met, um meinen Tee beizumischen. Ja, die siebt ihren Tee. Da haben wir die, die Kleidersammlung. Ich glaube, viel mehr haben wir hier auch nicht.